Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Easter Egg Tab mit dem Geist und dem Tagebuch lösen könnt. Als allererstes Leute müsst ihr Strom und Pekka Punch aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, aktiviert ihr oder baut ihr das Ethoskop zusammen. Wie das geht, verlinke ich euch oben nochmal in der Infokarte, Leute. So, wenn ihr das dann alles gemacht habt, wird in der Krankenstation eine neue Anomalie spawnen. Dort müsst ihr dann hingehen. So, hier wie ihr seht, ist eine neue Anomalie. Ihr müsst unbedingt genau diese Anomalie benutzen, Leute. Wenn ihr dann die Anomalie benutzt habt, geht ihr hier rechts in den Raum. Und zwar wird dort neben dem Computer ein Tagebuch erscheinen. Jetzt müsst ihr drei Geister finden, Leute. Der erste Geist befindet sich direkt darunter. Drückt ihr einmal auf die blaue Kugel im Viereck, dann spawnt ein Geist. Diesen Geist gibt ihr das Tagebuch und geht zu dem nächsten Geist. Es gibt insgesamt drei Geister, Leute, drei Locations. Und als kleiner Hinweis, immer wenn ihr in der Nähe von einem Geist seid, kommt der Hinweis, dass ihr eine Anomalie entdeckt habt. So, der nächste Geist ist im Kontrollraum, Leute. Da, wo ihr auch die Mission annehmen könnt, um Belohnungen zu erhalten. Dort gibt ihr den auch nochmal, das Tagebuch. Und der letzte Geist, Leute, befindet sich unter Pekka Punch bei dem Ethoskop. So, den gibt ihr auch nochmal das Buch. Wenn ihr dann allen drei Geistern die Bücher gegeben habt, dann müsst ihr nur noch warten, bis die Anomalie vorbei ist. Geht wieder in die Krankenstation, Leute, nach oben zum Computer. Und neben dem Computer ist jetzt im Tagebuch ein Passwort. Dieses Passwort gibt ihr dann ein, beziehungsweise es wird automatisch eingegeben, wenn ihr am Computer Viereck, E oder X oder was auch immer drückt. Womit ihr auch spielt. So, das war's dann auch, Leute, mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.